Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie wieder reingucken bei Schauhütte Archäologie. Wir sind wieder in Naburg, nachdem wir auf Shetland waren eine Zeit lang. Sie haben das vielleicht verfolgt, der ein oder andere von Ihnen. Jetzt sind wir wieder in Naburg im Zwinger. Ich hatte das auf der Schauhütte-Homepage ja schon angekündigt, dass wir auch einen neuen Videoblog machen wollen über die Untersuchungen hier im Zwingerbereich. Das ist die westliche Stadtbefestigungsseite, die wir hier sehen. Und die Stadt plant hier einen neuen Zwingerweg anzulegen und dazu sind statische Untersuchungen notwendig und im Zuge dieser statischen Untersuchungen machen wir hier Grabungen. Und wir haben hier ganz, ganz interessante und wirklich spannende Befunde, die wir eigentlich in der Art gar nicht erwartet haben in diesem Bereich. Ich fange vielleicht einfach mal an mit dem, was man heute hier noch im aufgehenden Baubestand sieht. Wir sind hier also im Fundamentbereich der stehenden Stadtbefestigung. Ich hoffe, Sie können mich jetzt noch hören. Sie sehen, dieses Mauerwerk ist relativ unregelmäßig. Das ist das Fundament, was wir hier freigelegt haben. Mit großen Steinen gesetzt, in relativ wenig Kalkmörtel, mit großen Zwischenräumen dazwischen. Und dieses Fundament und auch das Mauerwerk, was darüber ansetzt, also im aufgehenden Bereich noch erhalten ist, können wir relativ gut datieren. Und zwar über die Schichtenabfolgen, die wir hier angetroffen haben, die also hier an die Mauer heranziehen. Wir können nachweisen, dass es hier eine Baugrube gab, die wir hier in diesem Bereich sehen können. Das ist jetzt ein bisschen ausgetrocknet, das Profil durch die Witterung. Das müssen Sie mir einfach mal glauben. Das sind also diese Schichten hier und darunter haben wir eine ausgedehnte dunkle Kulturschicht, die sich hier den ganzen Hang hinunterzieht. Vielleicht kann man das ganz gut erkennen mit der Planierschicht, die etwas heller ist, da drüber. Und diese Planierschicht gehört zum Bau der Mauer. Zwischen diesen beiden Schichten, also dieser hellen Schicht und der dunklen Schicht darunter, ist kein großer zeitlicher Abstand zu vermuten. Die sind relativ dicht zeitlich aufeinander entstanden. Und beide Schichten, und das ist nun das Tolle, erbringen ausschließlich Fundmaterial, und zwar ziemlich viel Fundmaterial, also Keramikscherben in erster Linie, Tierknochen, auch Eisenfunde aus der Zeit des 8. und 9. Jahrhunderts. Das heißt, wir können mit großer Sicherheit annehmen, dass dieses Fundament inklusive der Mauerteile, die heute noch erhalten sind, spätestens im 9. Jahrhundert errichtet worden sind, vielleicht sogar schon um das Jahr 800. Und damit haben wir hier nachgewiesen, dass es eine offensichtlich karolingerzeitliche Befestigung der Burgsiedlung in Naburg gibt. Ganz ähnliche Befunde hatten wir vor 6 Jahren schon mal im nördlichen Zwingerbereich. Und das ist natürlich eine Riesensache und eine hochinteressante Sache, denn zu dieser frühen Zeit, also in der Karolingerzeit, massive Steinbefestigungen hatten wirklich nur die zentralen Orte herrschaftlicher Organisation und Repräsentation, königliche Zentralorte. Und wir wissen ja durch die Urkunde von 929, dass König Heinrich I., das war der erste ottonische König, auch hier geurkundet hat. Und auch diese archäologischen Befunde, die wir jetzt nach und nach also ausgraben, Sie erinnern sich vielleicht an den Golddraht im oberen Bereich aus einer Grube des 8. und 9. Jahrhunderts. Alles das, diese ganzen vielfältigen Spuren, zeichnen uns eben das Bild eines wirklich bedeutenden Ortes hier nördlich von Regensburg, der aufgrund seiner verkehrsgeografischen Lage mit an wichtigen Ost-West-Verbindungen und vor allen Dingen auch an der Nord-Süd-Verbindung über die Naab, über den Fluss Naab eben guten Verkehrsanschluss hatte. Und diese Punkte wurden also offensichtlich vom König oder auch vom Herzog, genau können wir das nicht sagen, wenn es der Herzog war, dann müsste das eigentlich vor 788 stattgefunden haben. Wahrscheinlich eben vom König massiv befestigt und für organisatorische, militärische, aber auch wirtschaftliche Zwecke zum Landesausbau eben befestigt. Nun, das ist nicht alles, was diese Mauer angeht, sondern das, was uns jetzt tatsächlich völlig überrascht hat, neben dieser frühen Datierung dieser Mauerabschnitte, ist das, was wir da drunter haben. Wir haben unterhalb der Mauer, Sie können das sehr schön erkennen, ein Körpergrab. Das ist das Grab einer erwachsenen Frau, so viel wissen wir schon. Und Sie können schon erahnen, was jetzt kommt. Dieses Grab ist älter als die Mauer. Wenn ich also sage, dass die Mauer im späten 8. oder im 9. Jahrhundert entstanden ist, dann muss dieses Grab also älter sein. Das können wir ganz sicher sagen, weil diese Kulturschichten, die wir also hier haben, die Grabgrube überlagern. Ja? Also die müssen aufgebracht worden sein, als die Grabgrube schon verfüllt war. Das heißt, das Grab angelegt war. Diese Dame hier liegt in einer Position, wie sie eigentlich für christliche Bestattungen des Mittelalters unüblich ist. Im Grunde genommen liegt sie fast nord-süd orientiert. Der Schädel liegt nord-nordost, die Füße, nord-nordwest, die Füße süd-südost, also deutlich nach Norden verdreht. Und Sie können schon schön erkennen,
Diese Dame hat eine echte Beigabe dabei, und zwar im Fußbereich eine Gefäßbeigabe. Die Scherben, die jetzt daneben liegen, gehören ursprünglich zu dem Gefäß dazu. Die sind verschoben gewesen, weil man hier das Fundament errichtet hat, und dabei hat man den oberen Teil des Gefäßes zerstört. Wir haben die jetzt einfach mal dazugelegt, damit Sie sehen, dass das also ursprünglich dazugehört. Diese Gefäßbeigabe ist natürlich aus vielfacher Hinsicht für uns toll. Zum einen spiegelt sie eben einen wirklich heidnischen Ritus der Beigabe, der echten Beigabe wieder. Ein Christ wurde eigentlich in der Regel nicht mit Beigaben bestattet. Ist das also die Ausnahme. Gefäßbeigaben ohnehin sind selten in der Oberpfalz, in den frühmittelalterlichen Gräberfeldern. Und wir können natürlich dieses Gefäß auch ganz gut datieren. Und da spricht nun alles dafür, dass das ein Grab des 7. Jahrhunderts ist. Und damit haben wir also hier für Naburg und überhaupt für die mittlere Oberpfalz hier im Nabraum eines der frühesten erfassten Gräber, das also wahrscheinlich in die Zeit vor 700 zurückreicht. Und dieses Grab gehört natürlich zu einem größeren Gräberfeld. Wir können nicht davon ausgehen, dass das hier einzeln liegt als Einzelbestattung, sondern wir gehen davon aus, dass es also mehrere Gräber gibt, die zu einem Gräberfeld gehören. Was man vielleicht aufgibt, als man diese Mauer baut im späten 8., frühen 9. Jahrhundert, das wissen wir natürlich nicht. Wir haben also nur diesen kleinen Schnitt hier aufgemacht. Bislang in diesem Bereich, und da ist es im Grunde genommen ein Volltreffer, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir es hier mit einem größeren Gräberfeld zu tun haben, was offensichtlich schon ab dem späteren 7. Jahrhundert belegt wird. Diese Dame hat noch etwas anderes dabei, und zwar im Hinterhauptsbereich, kann man das vielleicht ganz schön sehen, ja, einen sogenannten Kopfschmuckring. Es gibt wahrscheinlich noch einen zweiten, der liegt jetzt möglicherweise unterhalb des Schädels. Diese Kopfschmuckringe sind ganz typisch für die Frauentracht des Frühmittelalters in Nordostbayern, also in der heutigen Oberpfalz und in Oberfranken. Das ist jetzt ein Kopfschmuckring aus Bronze oder aus schlechtem Silber mit einfachen Hakenenden. Das heißt, die Enden greifen wie ein Haken ineinander. Die gibt es dann auch mit schöner verzierten sogenannten S-Schleifen. Aber dies ist also ein relativ einfaches Modell. Zur Datierung ist das ein bisschen schwierig. Die Ringe selber gibt es schon im späten 7., die gibt es aber auch im 8. Jahrhundert, auch teilweise noch im 9. Jahrhundert. Das ist also eine relativ langlebige Form. Wenn man das jetzt bewertet, dieses Grab, ich hatte es gesagt, ist es wirklich eines der ganz, ganz frühen Bestattungsgräber, überhaupt das früheste, was wir aus Naburg kennen momentan. Und wir wissen ja, dass es in Naburg einen zweiten frühmittelalterlichen Friedhof gab, der schon in den 80er Jahren erstmals erfasst wurde. Der liegt nördlich der Stadt und der ist meiner Meinung nach jünger. Da haben wir also eine Bestattungskontinuität, die erst im 8. Jahrhundert beginnt und bis ins 10. Jahrhundert reicht offensichtlich. Die Grabungen werden da ausgewertet zurzeit, da muss man mal gucken. Aber es scheint so zu sein, dass der Friedhof nördlich der Stadt, den man also schon kannte, jünger ist als jetzt dieses Grab und damit eben auch wahrscheinlich als dieses dazugehörige Gräberfeld. Nicht nur für Naburg eine ganz tolle Sache, sondern für die gesamte Oberpfalz, für den gesamten Raum, weil uns solche Gräber und solche Befunde, auch mit der Mauer nochmal, um das zu betonen, natürlich sehr, sehr viel erzählen können über die Bedeutung einer Siedlung, über Siedlungsstrukturen, über Siedlungsabläufe und über die Menschen, die hier in dieser frühen Zeit an diesem Ort gelebt haben. Wir werden jetzt im weiteren Zwingerverlauf noch zwei weitere Sondageschnitte öffnen und sind mal gespannt, ob da noch mehr rauskommt zu dieser, gerade zu dieser frühen Zeit. Interessant ist natürlich auch, dass der gesamte Hangbereich, in dem wir uns hier befinden, schon früh in Siedlungsprozesse mit eingebunden war. Das können wir aufgrund eben dieser Siedlungsschichten hier relativ gut behaupten und sicher sagen. Auch das Fundmaterial ist so reichhaltig, dass man davon ausgehen kann, dass wir uns hier also im Siedlungsbereich befinden. Wie immer das genutzt wurde, ob das nun bebaut war oder ob das auch Gärten waren, die man hier angelegt hat. Wir haben auch in der Fläche einige Gruben, die also auch wohl frühmittelalterlich sind. Also alles in allem ein Volltreffer, was die archäologische Situation angeht. Und wir freuen uns natürlich unheimlich darüber. Und Sie können mal wieder schön sehen, welche Potenz an Erkenntnis, welche Wichtigkeit an Erkenntnis auch kleinste Bodenöffnungen im Zuge von Baumaßnahmen mit sich bringen können und wie wichtig es ist, diese Quellen, diese frühen Quellen zur Geschichte einer Siedlung oder einer ganzen Region eben archäologisch vor der Zerstörung zu bewahren. Und insofern hoffen wir, dass wir auch weiterhin auf Ihre Rückendeckung zählen können und freuen uns, wenn Sie wieder reingucken bei Schauhütte Archäologie. Wir werden sicherlich weiter berichten. Bis dann. Tschüss.